So, da bin ich wieder und es geht pronto weiter. Nein, verdammt! Diese blöde Kamera immer. Ach, schön. Wie ihr wünscht. Brauchen wir nicht. Ich frag mich, ob wir bald auch noch ein weiteres neues Schwert finden. Das wäre cool. Und außerdem frage ich mich, wie viel an Gegnern wir wohl noch sehen werden. Beziehungsweise, wie das Spiel überhaupt noch Gegner, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, ich erinnere mich nur noch an eine Stelle, also an ein paar Stellen. Aber immer wenn ich irgendwas. Okay, ich erinnere mich gerade noch eine. Aber immer wenn ich sozusagen, irgendwo hinkomme, was ich vergessen hatte, dann weiß ich wieder sofort, was es war. Huch. Wie rum müssen wir es denn machen? Wahrscheinlich erst Gold, oder? So. Einmal nach links drehen. So. Nein! Hoppla. Verdammt, das ist zu weit oben. Wir sind zu weit oben. Dann runter, 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 runter. Einmal nach links drehen und jetzt nochmal los. Wollt ihr mich verarschen? Hä, was macht der denn? Hallo? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden gleich zum ersten Mal sterben. Jetzt einmal nach rechts drehen. Nach rechts drehen. Hallo. Wenn das so weitergeht, verrecken wir wirklich bald. Und... Das gibt's doch nicht! Jetzt ist es wieder nicht... Oh, jetzt sind wir wieder zu hoch. Ich kann doch nicht jedes Mal erst hier runterklettern. Jetzt bin ich hier bald am Arsch. Also, tot. Und rüber! Der ganze Sand ist weg. Zum Glück ist da rechts was zum Aufladen. Ist ja gar nicht. Auch dieser Fail, dass ich da irgendwie immer aus dem R zu früh losgelassen habe gerade, das war echt blöd. Was passiert hier? Yay. Okay, an die Stelle erinnere ich mich nicht ganz so gut. Das war ja... Ich dachte, er lässt sich da nur runter, stattdessen fällt er einfach mal komplett runter. Yay! Achso, ich dachte schon, wir springen genau rein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wow. Pfarrer? Seid ihr da? Seid ihr das? Hier bin ich! Eigentlich perfekt durchgekommen, würde ich mal behaupten. Pfarrer! Oh, hi. Hallo, Schlupfmann, bist du aber nicht heute. Bleib down! Zu euch. Gut, wollte ich gar nicht. Oder ich einen anderen Typen klatschen. Apropos zu hier kommen, müssen wir uns beeilen, weil sonst. Obwohl ich auch was dann drüben sicher. Also, ich hoffe mal, sie ist dann drüben sicher. Fast, Flott, Schiebe, Ei, Kugel. Einmal hier gegen die Wand. Was passiert? Ich hab rum. Okay. Nach oben getreten und weiter geht's. Hey du! Ich dich einfach gerade nicht treffe. Whatever. Ach komm.
waren noch nicht alle. Wir sehen, die stehen cooler aus. Okay, dann können wir gut drauf müssen vor machen. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Aber. Die laufen jetzt alle irgendwie durch. Das war irgendwie ein Spoiler, aber ganz schön trotzdem. Ich bin immer aus dem Weg. Ich geh jetzt einfach an den anderen Rand. Und tschüss. Ich glaube, bei diesem Tänzigen war. Oh, wir sind fertig. Habe ich früher auch immer versucht, die mit dem Dolchangriff auszuschalten. Also diesen Wandabstoß und dem Rüberspringen und Durchhauen. Das habe ich früher immer so wenig, fast nie gemacht. Hallo! Farah? Ich bin hier! Wo seid ihr? Bleibt dort! Ich komme zu euch! Könnt ihr mich hören? Nee, ich glaube, die muss ich weitergehen. Wenn die jetzt verreckt, ey. Moment, erstmal gehen wir jetzt speichern. Er hat Kopfschmerzen, ich sehe es genau. Ja, dann da dran, dann da drüber, dann da durch. Da haben wir noch ein paar Frauen, die sie alle hinklatschen und schieben wir eine startende Hilfe ins Fahrrad weiter. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken, wie das Level hieß. Wo bin ich? Und jetzt hat der Prinz eine Demenz und will seine Aufhören zu spielen. Ich glaube, die Stelle war ein bisschen tricky, weil man nicht wusste, wo es weitergeht und wo nicht. Okay. Ach ne, hier sind wir eben durchgegangen. Die Frage ist jetzt aber, wofür ist dann das Ding? Ach, hier ist eine Tür, okay. Da komme ich so nicht hin. Ach so, okay, das heißt, wir müssen hier durch. So oder so. Hier können wir auch noch durch. Hier ist schon mal eine Sache. Aber ich dachte eben, ich könnte hier diese Säule schieben. Kleinen Moment. So, willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia. Können wir das denn hier ziehen? Nein, können wir nicht. Können wir hier rüber klettern? Nein, können wir nicht. Kann ich auch mal ein Ja, können wir bekommen? Nur ausnahmsweise mal. So, das wussten wir schon. Trotzdem danke. Wir sind ja höfliche Menschen. Auch du, ja. Ja, genau, lauf da einfach mal durch. Oh, toll, jetzt müssen wir uns auch noch beeilen, weil die sind wieder verreckt. Man hört schon die Bogen sehen, die sie spannt. Wow. Okay, ich glaube, da geht's nicht lang. Das fällt uns aber nicht davon ab, noch was mitzunehmen. Stirbt sie schon. Die hat's echt drauf. Ah. Halt doch mal die Klappe. Ah. Ich sehe wieder nix. Die ist gleich echt drauf, bevor ich überhaupt da bin. Das macht sie so gut. Was habt ihr so lange gemacht? Ich will den Palast bekommen. Ja, den Palast bekommen. Gut.
die werde ich heute mal aufnehmen stellen. Die letzte Folge war mit dem Rock. Hallo, könnt ihr mal bitte alle hier? Das ist sowieso schon verletzlich genug. Helf mir! So, und so. Passt auf! Hab's doch gesehen. Das wollen immer noch nicht alle. Die wollen mich doch verarschen. Ich erinnere mich an die Stelle, von eigentlich ziemlich die beste Stelle im Spiel, wie ich finde. Weil die ist wirklich Rätsel, Jump and Run und alles in allem, alles in einem. Wie habt ihr mich genannt? Was? Der Harem des Sultans war es davor. Ach so, darum waren so viele von diesen gut. Tänzerinnen. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Verlasst mich nicht. Geliebter. Och Gottchen. Bitte lasst mich nicht allein. Wie, habt ihr mich gerufen? Das ist ohne Belang. Wichtig ist, dass ich weiß, wie wir den Turm der Dämmerung erreichen. Natürlich, die Sanduhr. Nun gut. Aber bleibt diesmal bei mir und seid vorsichtig. Ich kann nicht den ganzen Tag auf euch Acht geben. Übrigens, das Medaillon, das sie da umhat. Habt ihr es auch gerade gesehen? Wenn sie sich umdreht? Nochmal. Okay, hören wir auf mit dem Mist. Das haben wir ja schon gesehen. Nun, worauf wartet ihr? Ich hab Angst. Was, wenn ich in Gefahr gerate und ihr mir nachjagen müsst? Bitte. Wollt ihr andeuten, dass ihr meine Hilfe braucht? Ja. Oh, prima. In diesem Fall... kommst du nicht an mir vorbei, sehr gut. Ganz ehrlich, oh, Geliebter. Man merkt vielleicht, das Tor ist offen. Dass das vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, ne? Ich hab Angst, was, wenn ich in Gefahr gerate? Aber diese Stellen zum Beispiel finde ich mir richtig cool. Aber zum Beispiel diese Aktion, oh, Geliebter, das ist ja wohl richtig dämlich. Ich meine, ne, wir sind dafür verantwortlich, dass sie versklavt wurde, dieser Sand befreit ist. Wir sind eigentlich an der ganzen Katastrophe fast schuld. Hier drüben! Zusammen mit diesem komischen Visier. Und ja, warum nicht? Und die läuft jetzt nur alle paar Mal über den Weg und die verschießt sich sofort in den Prinzen. Klar. Da seid ihr ja! Seid ihr sicher, dass ich euch nicht aufhalte? Schon gut, schon gut. Uiuiui, das sieht aber cool aus. Was zur Hölle? Gibt es dieses Symbol eigentlich wirklich? Ist es vielleicht das Symbol vom Sultan von Azad? Ich weiß es nicht. Müsste ich mal Google irgendwann fragen. Können wir die Viecher damit verbrennen vielleicht? Das wäre cool. Haben wir doch schon so einen Lichtstrahl.
Die Halle des Wissens. Eine Bibliothek. Wir sind auf der falschen Seite der Bäder. Nee. Wir müssen zurück durch den königlichen Palast. Nun gut, lasst uns einen Ausweg suchen. Yay, Feinde. Und als erstes machen wir die Wand kaputt. Ich sag dir, die Wand kaputt. Au! Ey! Seid vorsichtig! Ich wollte erst die Wand kaputt machen, das mache ich jetzt auch. Au! Okay, super. Das sind hier wirklich mal gut. Ich würde nochmal so auf die Welle. Die sind noch ein bisschen schlimmer als die Dusche. Vorhin besser, aber die merken noch gerade extrem. So. Ach, wo sind wir schon wieder so viel? Ja, komm, ja. Ja, das ist ein tolles Erlebnis. Hey, ich hab dich getroffen. Jetzt geh an die Wand, geh an die Wand, geh an die Wand. Dankeschön. Komm mal mit dem Blut. Die sind ja vegan, das kann ich doch nicht überlegen, wenn nicht eine Frau im Weg stünde. Dann könnte ich mir jemand erleben. Ja. Dann will ich mal bitte in Ruhe lassen, je mehr. Ach Leute, ihr steht voll im Weg. Ich versuche gerade einfach mal umzubringen. Hallo. Merkt ihr das nicht? Hinter euch! Ja, ich hab doch zurückgespürt. Wieso mache ich das überhaupt? Ich hab trotzdem noch so viel Leben. Ich spüre es noch ein Stück weiter zurück. Gleich nochmal. Ich habe das Gefühl, all das schon einmal erlebt zu haben. War so nicht. Soll ich nochmal beginnen? Will der mich verarschen? Wieso hat mir keinen Sand? Ich habe doch ewig nicht zurückgespült.